Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Folge hier meiner Preview-Reihe. Wir sind hier in Berlin, sehen vom 14. Spieltag die Partie Berlin gegen Frankfurt. Es schneit in Berlin, hat auch schon sehr viel geschneit. Wir sehen es am Stadion, am Rasen und wir sehen die Tabelle nicht. Wir sehen dafür die Aufstellung hier der Hertana. Es ist aber die gleiche Aufstellung wie am letzten Spieltag. Vorne natürlich auch Ibisevic wieder drin und ob sie heute sich endlich mal aus dem Keller befreien können gegen eine Frankfurter Mannschaft, die es auch nicht zurzeit bei mir hier in der Liga so leicht hat. Werden wir sehen, es ist auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe. Das ist die Frankfurter Aufstellung. Da gibt es auch keine Veränderungen. Übrigens zum letzten Spiel. Aller natürlich vorne wieder drin und versucht hier ein Tor zu schießen mindestens. Ob er schafft, werden wir sehen. So, beide Teams versuchen sich natürlich noch zu motivieren, indem sie den Kreis bilden. Und dann geht es auch schon gleich los. Die Hertana wird anstoßen. Spielen von links nach rechts in den blau-weißen Trikots. Die Frankfurter in komplett rot. Sehr ungewöhnlich, aber man kann sie gut sehen. Vor allem jetzt hier von rechts nach links. Und die Hertana fangen schon mal gut an. Hier mit Duda und Lazzaro. Lazzaro setzt sich super durch. Das ist Lecky. Lecky! Aber erstmal geklärt von Frankfurtern, dachte ich, ist aber nicht so. Da ist wieder Duda, Schellbrett, Ibisevic, da ist die erste Chance, aber vorbei. So, jetzt kommen die Frankfurter mal, da ist Hasebe, nach einem blöden, da ist Hasebe und Gacinovic macht hier ein Tor, aber es war abseits, das habe ich gleich gesehen. 14. Minute. Die Hertana hat hinten komplett offen gestanden. Hasebe mit dem Pass auf Gacinovic hätte einen kurzen Moment früher gemacht. Wäre Gacinovic nicht im Abseits gewesen und das Tor hätte gezählt. So aber nicht. Wir sind jetzt dafür in der 16. Minute. Und die Hertana machen hier das 1:0. In der 17. Minute macht hier Darida das 1:0. Gleich im Anschluss nach der Abseitssituation von Gacinovic klappert es hier im Torgebalk von Kevin Trapp, dem Frankfurter Schlussmann. Den konnte auch, hätte er mit Glück haben können natürlich, bei einer 1:1-Situation, diesmal aber nicht. Ndika ist so langsam, Abraham auch und somit kann hier Darida sein nächstes Tor machen und zwar sein drittes. So, und sie kommt schon wieder. Da ist Duda. Duda auf Lecky. Lecky, Lecky! 27. Minute. Zweiter Schuss aufs Tor von Hertha. Und zweites Tor. 2:0 für Berlin gegen Frankfurt. Das ist doch meine Dominanz hier. Richtig stark. Das ähnelt der Partie der letzten Preview hier auf meinem Kanal. Wolfsburg gegen Hoffenheim. Ich sag nicht, wie es ausgegangen ist. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Das war auch eine krasse Partie, muss man einfach mal so sagen, von einer Mannschaft. Und Lecky auch sein drittes Saisontor. Sehr gut rausgespielt. Und es geht weiter. 36. Minute, Lazzaro. Lazzaro ist im 16er, flankt da und das Ibisevic. Oh, mal ein Schüsschen aufs Tor, weil der nicht reinging. Selten zu sehen. Den Guzman bekommt noch gelbe Karte in der 37. Minute. Wegen diesem Foul hier. Ja, an Schellbrett. Ich weiß nicht ganz genau. So, Gacinovic am Ziel vorbei. Ja, gut, einmal hatte getroffen. War leider abseits. Aber gut. So, Rebic kommt jetzt mal. Karstein. Erster Schuss der Frankfurter in der 45. Minute. Kann man auch mal so machen. Rebic mit dem ersten Schuss
Und Jahrstein musste sich strecken, sonst wäre er schön reingegangen in den Kasten der Berliner. Aber Jahrstein ist kein schlechter Torwart, das hat man hier gesehen. Und jetzt kommt nochmal in der letzten Sekunde nochmal die Berliner mit Duda. Duda macht es 3-0 hier. 3-0 zur Pause in der letzten Sekunde der Nachspielzeit. Was für eine bittere erste Halbzeit für die Frankfurter. Hertha macht es so krass gut. Richtig, richtig stark. Spielt immer die perfekten Pässe im perfekten Zeitraum. Und dann haben es die Spieler vor Trapp natürlich relativ leicht einzuschieben. Trapp ist kein schlechter Torwart, muss man sagen. Aber die Berliner Stürmer und Offensivspieler sind heute zu stark für ihn. Und das sieht man auch. Und das 5. Saisontor für Duda. So, erste Halbzeit ist durch. Und wie gesagt, wir haben hier eine starke Partie der Heimmannschaft gesehen. Duda mit einem Schuss, einem Tor. Lecky hat getroffen. Und Darida, also Ibišević, fehlt eigentlich noch hier in der Auflistung der Torschützen. Kommt vielleicht noch, wir werden es sehen. Auf jeden Fall sehen wir erstmal hier Statistiken. Und die sind gar nicht so klar. Eigentlich relativ ausgeglichen, nur Hertha nutzt halt seine Torchancen. Frankfurt hatte auch 2, aber beide nicht drin. Hertha hatte 3 und die waren alle 3 drin. Also da sieht man Chancenverwertung bei den Berlinern sehr, sehr stark. So, zweite Halbzeit läuft schon, während ich hier mich sozusagen totlaber. Und wir sehen, dass die Frankfurter mal angreifen, aber das ist schon wieder vorbei. Und es geht mal wieder in die andere Richtung mit Kalou. Der fehlt auch noch in der Torschützenliste. Kalou wird gelegt von Willems. Und es gibt Elfmeter, wie es aussieht, oder? 54 Minuten, erstmal gelbe Karte für den Frankfurter. Und jetzt bin ich gespannt, ob es gelb... Ja, es gibt nicht nur einen Elfmeter und gelb, sondern wahrscheinlich jetzt hier auch das Tor. Kalou darf sich auch jetzt in die Liste vielleicht eintragen lassen. Ja, oh, an den Pfosten und dann rein. Was für ein Pech für die Frankfurter. Ganz, ganz bitter. 55. Minute, 4-0 für die Heimmannschaft. So, da sehen wir ihn nochmal. Der ist vom Pfosten an Trapps Schuh und dann rein. Habe ich es richtig gesehen? Das wäre ja richtig bitter. So, zweites Saisontor für Salomon Kalou. Und es fehlt echt nur noch Ibišević und sind vorne erstmal alle durch. Aber ob das hinkommt, ist die Frage. Fabian kommt erstmal für Gacinovic bei Frankfurt in die Partie. In der 58. Minute. Und die Guzman geht auch runter. Dafür in der 64. Minute Toro auf dem Rasen. Und jetzt kommt Hertha mal wieder mit Kalou. Kalou! Knappes Ding über den Kasten von Kevin Trapp. Sehr, sehr knapp. Das sehen wir hier nochmal. Boah. Das waren nur ein paar Zentimeter. Rebic geht auch noch runter. Dafür kommt Kostic in der 66. Minute bei Frankfurt. Und Pekarik für Lazaro bei den Berlinern. Frankfurt hat alle Wechsel durch. Berlin hat noch 2. Und da ist der zweite. Arne Meyer für Duda. Ein Torschütze geht. Und Plattenhardt. Oh, Pass auf Müller. Da ist Kostic an die Latte. Aller köpft. Aller macht hier das 4-1. In der 74. Minute natürlich deutlich zu spät, aber sie schießen wenigstens ein Tor, also oder mindestens ein Tor, das ist doch mal was. Aller überköpft hier Jahrstein, setzt sich gegen Rekik durch.
und macht es 4:1. Das war sein 8. Saisontor schon. Und die Frankfurter kommen wieder. 80. Minute, war es ein Weckruf etwa das Tor? 80. Minute, da ist Kostic. Oh, wie knapp vorbei. Jetzt bekommt erstmal Plattenhardt, glaube ich, noch die gelbe Karte. In der 80. Minute, wofür? Sehen wir vielleicht gleich. Nee, sehen wir nicht. Auf jeden Fall nächste gelbe Karte. Und wir sehen in der 85. Minute, da ist Plattenhardt und der fault Müller. Und ich sag mal so, gelb-rot, oder? Ja, so ist es, gelb-rot. Nächste rote Karte hier an diesem Spieltag. In der 86. Minute darf sich der Hertaner zum Duschen bewegen. Wie er so reingegangen ist, hätte es auch rot sein können. Und Schelbred geht runter. Dafür kommt Kujic. Und wir sind in der Nachspielzeit der 90 Minuten. Frankfurt verliert hier hoch. Und zwar jetzt ist es amtlich. 4:1 gewinnen die Berliner gegen Frankfurt. Und können sich vielleicht unten mal so langsam rausarbeiten. Wir werden es in der Tabelle sehen. Drapp natürlich richtig frustriert. Kalou, wie es aussieht, Spieler des Spiels hier. Da sehen wir es, zwei Versuche hat er auch gehabt. Ein Tor hat er reinbekommen gegen Drapp, und zwar den Elfmeter. Und die Fans freuen sich hier natürlich, so kurz vor Weihnachten einen schönen Sieg gesehen zu haben. So, die Statistiken sind immer noch nicht so ganz klar. Also, Hertha hat einfach ihre Chancen genutzt und die Frankfurter wurden bestraft. 13. ist Frankfurt jetzt, 15. ist jetzt Hertha. 2 Punkte trennen sie noch. Also, sie haben ein bisschen aufgeholt. Und wenn es euch gefallen hat, diese Preview, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Ein Kanalabo noch, wenn ihr neu seid auf dem Kanal. Und außerdem die Glocke noch betätigen, dann bekommt ihr auch immer Infos, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Preview wieder. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.